Geschichte des Michaelishaus in Göttingen, Prinzenstraße 21. Michaelishaus Göttingen. Das Michaelishaus, ursprünglich Londonschenke, ist ein Fachwerkhaus in der Innenstadt von Göttingen in der Prinzenstraße 21, ursprünglich Mühlenfortenstraße, gegenüber der alten Universitätsbibliothek. Die Geschichte des Gebäudes ist eng mit der Universität Göttingen verbunden, da in dem Gebäude viele bedeutende Gelehrte wohnten und arbeiteten, die in einem dreiachsigen, leicht vorspringenden Mittelsaliten von 9,33 Meter Breite und zwei je vierachsige Seitenflügel von 10,83 und 10,95 Metern Breite gegliederte Hauptfassade hatte ursprünglich ein mittig angeordnetes Barockportal, Segmentbogenfenster und eine deutliche Betonung der Ecken und des Risaliten durch im Putz ausgearbeitete, auch farblich abgesetzte Eckquaderungen und ebenfalls abgesetzte, waagerechte Gesimse zwischen den Stockwerken. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde die starke Gliederung in eine schlichtere, klassizistische Fassadengestaltung mit gesimsförmiger Türsturzausbildung und rechteckigen Fenstern mit betonten Sohlbänken geändert. Der Mittelrisalit ist dreigeschossig ausgeführt und von einem flachen Dreiecksgiebel bekrönt, der sich durch ein stark ausgeprägtes Gesims von der Fassade absetzt. Eingang ist über eine symmetrisch angelegte zweiseitige Freitreppe zu erreichen. Im Inneren befinden sich eine großzügig angelegte dreizügige Holztreppe mit geraden Läufen. Zwischen dem Eingang und dem Treppenhaus ist ein breites, aber nicht sehr langes Foyer angeordnet, dessen Raumeindruck durch zwei Pfeiler an den Seiten und davor jeweils freistehende, schlichte, kannelierte Säulen bestimmt wird, die einen Unterzug tragen. Viele der Innentüren weisen den zur Bauzeit beliebten Segmentbogensturz auf. Die Raumhöhe beträgt knapp 4 Meter. Ein zweiter Zugang mit einfacher Treppe befindet sich auf der Rückseite des Hauptflügels. Der Nebenflügel zum Leinekanal, der auf einer Zeichnung von 1816 noch mit einem über eine einfache Treppe erreichbaren Nebeneingang nahe der Ecke zur Prinzenstraße dargestellt ist, präsentiert sich heute eher schlicht und hat lediglich einen äußeren Zugang vom rückwärtigen Hof, der hauptsächlich als Parkplatz genutzt wird. Das gesamte Gebäude besitzt einen Keller, der als Kreuzgewölbe aus Naturstein ausgeführt ist. Ein erster Anbau erfolgte 1897-1898, anschließend an den Nebenflügel an der Straße am Leinekanal. Es war ein eingeschossiger Baukörper mit hohen Fenstern, der bis auf die als freistehende Mauer erhaltene Straßenfassade 2006 abgerissen wurde. 1901-1902 wurde dann wiederum am Leinekanal ein zweigeschossiger, nahezu quadratischer Neubau mit Zeltdach errichtet, am Leinekanal 3, dessen leicht eingerückt angesetztes Torhaus unmittelbar an den 4 Jahre vorher errichteten Anbau grenzt.